Nummer 5, Impftaxi für Dresden, Unterstützung der Wahrnehmer von Corona-Impfterminen für Personen, die das 80. Lebensjahr verendet haben. Ich hatte schon eingangs etwas dazu gesagt gehabt, deswegen können wir nahtlos in die Debatte einsteigen. Es liegen mir derzeit lediglich zwei Wortmeldungen vor. Das ist Frau Walter und Frau Dr. Geitsch in dieser Reihenfolge. Frau Walter verzichtet, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Livestream. Dieser Tagesordnungspunkt könnte ja viele ganz besonders interessieren. Vielleicht nicht nur, weil es Sie selber betrifft, sondern Ihre Angehörigen, Eltern oder Großeltern, Bekannten, Freunde. Ich möchte, Entschuldigung, Herr Oberbürgermeister, zu Beginn, ich werde es auch ganz kurz machen, insgesamt eine kleine Korrektur vornehmen. Es war nicht der Sozialausschuss, sondern der Gesundheitsausschuss, der dieser Vorlage schon sein positives Votum gegeben hat. Es ist klar, das Impfen ist im Moment im Bereich der Pandemiebekämpfung ein wichtiger Baustein. Deshalb begrüßen wir als Linke logischerweise das Angebot, sogenannte Impftaxis zur Verfügung zu stellen. Für uns als Linke sind dabei drei Punkte besonders wichtig, die ich hier nochmal hervorheben möchte. Eins steht nur in der Begründung, nämlich für Personen mit dem Dresden-Pass ist ein Erlass des Eigenanteils in Klammern von 10 Euro vorgesehen. Wir hoffen, dass dieses Vorgesehen auch praktisch wirksam wird, insbesondere für diese Gruppe, die ohnehin stark belastet ist. Wenn wir heute diese Impftaxis beschließen, ist es weiterhin wichtig, dass nicht erst noch Wochen vergehen, bis sie tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Ich habe gehört, Sie könnten schon möglicherweise ab morgen oder ab Montag fahren. Und beim Besprechen in der Fraktion ist uns etwas noch aufgefallen. Wenn Menschen über 80 dieses Angebot wahrnehmen möchten, müssen sie es auch kennen. Deshalb bitten wir einen Punkt, und ich bitte Sie alle darum, diesen mit aufzunehmen, diesen mit zuzustimmen, zur Vorlage zu ergänzen. Als Punkt 2. Der unter erstens benannte Personenkreis ist über ein persönliches Anschreiben der Stadt respektive der Gesundheitsbürgermeisterin entsprechend zu informieren. Damit würde der Punkt 3 ebenfalls eine kleine Ergänzung benötigen, nämlich für die unter erstens und zweitens genannten Maßnahmen. Mehr wäre es nicht, es wäre also letztlich eine Formalie, die Wirksamkeit dieser Maßnahme wesentlich schon unterstützen würde. Ich danke Ihnen. Achso, und dann noch was Zweites oder Viertes. Ich hatte ja drei Punkte gesprochen. Wenn diese Maßnahme durchgeführt wird, wird ja ganz schnell bemerkt werden, wie wirksam die ist, wäre es unser Wunsch, dass die Verwaltung darüber nachdenkt, in der Folge dieses Angebot auch für die Menschen über 70 weiter wirken zu lassen. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Gestatten Sie mir zu Ihren Punkten, Frau Dr. Geitsch, einige wenige Anmerkungen zu machen. Der einseitige Vertragsentwurf liegt von den Taxigenossenschaften unterschrieben vor. Ich würde ihn direkt nach Ihrer Beschlussfassung unterzeichnen. Und es kann ab morgen starten. Das ist auch für die Öffentlichkeit wichtig, würde dann auch von uns dementsprechend veröffentlicht werden. Ja, Sie können es beschließen, wir würden es aber ohnehin, ist der Auftrag da, dass wir da in einem Schreiben nochmal die betroffene Altersgruppe auch darüber informieren. Also insoweit schadet es nicht, haben wir aber ohnehin von uns aus geplant.
Dritter Punkt ist, was die weiteren Altersgruppen angeht, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, in der Impfstrategie, wie es mal weitergeht. Und wir haben das bewusst auch noch nicht mit hineingeschrieben, weil die Frage ist, und das ist ja gerade auch gestern in der Bund-Länder-Konferenz ein Thema gewesen, dass dann in Zukunft auch die Hausärzte stärker in die Impfstrategie mit eingebunden werden. Das reduziert natürlich den Aufwand eines Transportes und deswegen müssen wir das Laufen verfolgen. Sollte es aber weiterhin in dem Manier laufen, wie es derzeit ist, völlig richtig, würden wir auch von unserer Seite das dann aktiv entsprechend angehen, so wie Sie es vorgeschlagen haben. Aber das ist der Grund, warum das jetzt hier in dieser Vorlage, in diesem Rahmen noch keine Rolle gespielt hat, aber natürlich sehr wohl mitgedacht ist. Gibt es weitere Wortmeldungen, dass Sie, Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, es geht ganz schnell, deswegen auch von der Seite. Ich möchte nur darauf hinweisen, diese 10 Euro, die die Bürger zu zahlen haben, sind eine Fahrt. Also Hinfahrt 10 Euro, Rückfahrt 10 Euro. Demzufolge müssen die Leute planen mit 20 Euro. Ich finde, das sollte man an dieser Stelle deutlich sagen. Vielen Dank. Nein, Sie müssen sogar mit 40 Euro planen. Das steht auch in der Vorlage drin, wenn man sie gelesen hat, weil man ja 2 Impftermine hat und zweimal hin und zurück sind am Ende 40 Euro. Das ist so, da braucht man nicht drum herum reden, ist auch offen in der Vorlage darüber kommuniziert und trotzdem ist es ein wesentlicher Beitrag, gerade wenn man längere Strecken zurücklegen muss und natürlich auch eine deutliche Vereinfachung, wenn man von Tür zu Tür entsprechend dann transportiert wird. Weitere Wortmeldung sehe ich nicht, dann kommen wir zur Abstimmung. Es liegt der Ergänzungsantrag, zumindest mündlich vorgetragen von Frau Dr. Geitz vor. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Enthaltung? Ja-Stimmen, 34 Nein, eine Enthaltung. Ich werde es aber mal so, dass das jetzt nicht dagegen spricht, dass wir es umsetzen, sondern nur, dass Sie eben sagen, da ist die Verwaltung schon dran. Damit kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht unverändert. Und wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, dann wäre das einstimmig mit 65 Ja-Stimmen so beschlossen.